Hi guys, and welcome back to Lingoni. My name is Jenny, and today I'm going to teach you how to say I'm going home, I'm at home, I'm working from home, or I'm staying home. Los geht's! Ich bin zu Hause. I'm at home. Ich bin zu Hause. This is a fixed expression and you need to learn it by heart. Ich bin zu Hause. If you want to say, I am going home, you would have to say, ich gehe nach Hause. This is also a fixed expression. Ich gehe nach Hause. So when you're at home, you would use zu Hause. Going home would be nach Hause. Gehst du nach Hause? Geht sie nach Hause? Gehen sie nach Hause? Ist er nach Hause gegangen? Bist du nach Hause gegangen? Sind Paula und Maria nach Hause gegangen? Ich bin zu Hause geblieben. I stayed at home. Ich bin zu Hause geblieben. Warst du gestern zu Hause? Waren deine Eltern gestern zu Hause? Ich bleibe heute zu Hause. I'm staying home today. Ich bleibe heute zu Hause. Ich bin gestern zu Hause geblieben. I stayed at home yesterday. Ich bin gestern zu Hause geblieben. Gestern bin ich zu Hause angekommen. I arrived home yesterday. Gestern bin ich zu Hause angekommen. Oder ich bin gestern zu Hause angekommen. Ich arbeite von zu Hause. I'm working from home. Ich arbeite von zu Hause. In Deutschland sagt man auch, ich arbeite im Homeoffice. Ich arbeite im Homeoffice. Oder 3 Tage die Woche bin ich im Homeoffice. 3 Tage die Woche bin ich im Homeoffice. Oder 3 Tage die Woche arbeite ich von zu Hause. Ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. So ein Mist. Oder anders gesagt, ich habe mein Portemonnaie zu Hause gelassen. Ich habe mein Portemonnaie zu Hause gelassen. Ich nehme meinen Laptop mit nach Hause. I'm taking my laptop home with me. Ich nehme meinen Laptop mit nach Hause. Hast du deinen Laptop mit nach Hause genommen? Did you take your laptop home? Hast du deinen Laptop mit nach Hause genommen? We use mit because we're using the verb mitnehmen to take something with you. Mitnehmen. You can say, ich habe meinen Laptop mit nach Hause genommen. Oder ich habe meinen Laptop nach Hause mitgenommen. Ich esse zu Hause. I'm eating at home. Ich esse zu Hause. Oder im Perfekt, ich habe zu Hause gegessen. Ich habe zu Hause gegessen. Alright, now you know how to say I'm going home, I'm staying at home, I'm at home, I work from home, and some other useful phrases. Did you know that you can learn 3 languages at Lingoni right now? English, German, and French. Go check out all of our languages at lingoni.com. We have a lot of PDF worksheets for you guys. You can print them or you can fill them in on your laptop or any other device. You can also complete our interactive exercises, which take you from the levels A1 through B2. You can listen to our podcasts for your listening comprehension, and you can also use our pronunciation tool to improve your German pronunciation. Bis bald. Tschüss.